Servus liebe Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Folge Persona 3 Reload. Ja Leute, ich sag's euch lieber gleich, also im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich auch schon Geräusche. Bei mir im Haus wird rumgebaut, es ist ultra laut. Ich bitte diesbezüglich um Verzeihung. Es ist so nervig. Ja Leute, in der letzten Folge haben wir aber wenigstens einiges an Progress gehabt. Wir haben endlich mal ein bisschen weiter machen können, ein bisschen im Tartarus höhere Ebene. Wir sind bis zur Ebene 28 sogar gekommen. Es wurde dann schon recht knackig und schwer. Also ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen rumleveln, bevor wir uns noch weiter vorwagen. Aber wir haben das Mädchen im Schrein endlich getroffen, aber es ist ultra kompliziert, an sie ranzukommen. Wir müssen ihr was zu essen und zu trinken bringen. Ich glaube, das Essen habe ich schon geklärt, zu trinken weiß ich nicht genau. Ich habe alle möglichen Verkaufsautomaten in der letzten Folge abgeklappert. Ich habe das alles gar nicht zu trinken gehabt, nur ein bisschen. Und habe alle möglichen Getränke gekauft. Ich hoffe, wir können endlich da ein Social Link irgendwie in Bewegung bringen. Und ja, mit Junpei können wir jetzt auch was machen, endlich. Weil wir müssen ja unsere Team-Member auch mal besser kennenlernen. Und das machen wir jetzt gleich, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's. Here we go, jetzt können wir mit Junpei endlich was machen. Okay. Okay, der will mit uns ins Arcade gehen, also ein bisschen zocken. Alles klar, machen wir das. Er will sich vom Prügelspiel Moves abgucken? Dein Ernst? Super krasse Spezialattacken und so? Also ich weiß ja nicht. Ja, du definitiv. Die Kraft muss aus dem Herzen kommen. Da könnt ihr ja sogar recht haben. Ich werde was Kämpferisches sagen. Du wirst mich nie übertreffen. Oh, jetzt wird er ernst. Weißt du, ich will wirklich einfach nur mein Bestes geben. Die Kräfte, unsere Mission. Gerade läuft einiges ganz gut für mich. Auf sowas habe ich echt lange gewartet. Endlich fühlt es sich so an, als hätte ich ein Ziel im Leben. Und er will sich nicht abhängen lassen. Ja, das ist so typisch japanisch. Deswegen müssen wir wahrscheinlich... Oder können wir überhaupt irgendwas sagen? Lass uns zocken. Okay, zocken wir. Ah, da können wir doch was Kämpferisches sagen. Gegen dich verliere ich nicht. Aha, die Stärke von Junpeis Persona Hermes wurde um 3 erhöht. Also das bringt das. Okay. Aha, Yukari will für die Zwischenprüfung lernen und will nicht in den Tartarus. Okay, alles klar, ich verstehe. Das ist aber auch vernünftig. Wir wollen sowieso was anderes machen. Wir wollen jetzt irgendwie uns anmelden bei diesen komischen Dingen. Mal sehen. Aber wie kann man das machen? Moment, im Yushi-Fanbuch? Das ist doch das Zeug. Das ist doch dieses Gyudon. Ja, das ist das. Können wir uns hier... Ja, das ist der Mitgliedercode. Das ist das. So können wir Mitglied werden. Jetzt sind wir als Mitglied registriert. Geil, okay. Und jetzt können wir auch Essen mitnehmen. Ich verstehe nicht die Logik, warum man das extra machen muss. Ist das üblich in Japan? Ich check's nicht. Nächster Tag Schule und schon wieder Gerüchteküche. Was gibt's denn schon wieder? Ah, okay, ich verstehe. Man kann jetzt in die Bibliothek gehen, dort kann man lernen und dann steigert sich halt das Wissensattribut. Die habe ich schon mal gesehen, aber man konnte noch nicht rein, aber jetzt anscheinend schon. Oh, er spricht uns auch an, alles klar. Kennst du Léon Foucault, der französische Physiker? Keine Ahnung, war das nicht der Typ, der das mit der Pendel irgendwas gemacht hat? Ja, er hat die Pendel benutzt, genau. Das muss es sein. So. Jawohl. Leute, wir sind einfach zu schlau. Ja, die ganze Klasse sieht mich jetzt voller Respekt an. Hä? Aber schon irgendwie interessant, dass nicht Wissen, sondern Scham steigt, oder? Okay, wir können jetzt zur Bibliothek, aber wir wollen jetzt wirklich erstmal dieses Mädel da kennenlernen. Moment. So, jetzt können wir endlich hier hoch und mal was zum Essen mitnehmen. Ey, das muss es doch sein, oder? Ich meine, ich habe es nur angenommen, dass es das ist, aber es ist doch der einzige Laden noch, oder? Das muss es sein. Ja, ich weiß nicht. Nehmen wir dieses Gyudon mit. Das ist doch das typische Gericht. Und das andere sind irgendwelche Bowls. Ich brauche keine Bowls. So, here we go. Maiko.
Ja, du hast immer Hunger, oder? Du sitzt immer hier und hast Hunger, jeden Tag. Okay. Hä? Sag mir jetzt nicht, das ist nicht das Richtige. Oh mein Gott! Hä? Okay, das ist nicht das Richtige. Krass, Leute, unglaublich, oder? Okay, ich check's nicht, aber vielleicht haben wir was übersehen. Oh mein Gott, was denn noch? Hier ist gar kein Laden. Wir müssen in die andere Einkaufsstraße. Ah. Andererseits, wartet mal, ich kann auch ein paar Sachen hier verkaufen. Hier ist aber noch ein Laden, sehe ich gerade. Moment mal, da waren wir noch gar noch nicht. Da kann man Takoyakis kaufen. Das ist auch so typisch japanisch. Stimmt, es ist auch rund und heiß. Hey, Moment. Seltsames Takoyaki, nehmen wir das. Geil. Boah, ich habe nicht mehr viel Geld. Gott sei Dank hatte ich noch genug. Okay, dann schauen wir mal. Wird das jetzt funktionieren? Doch, doch, das ist es. So gut, endlich. Gut. Oh, jetzt hat sie aber auch Durst. Aber ich habe alle Verkaufsautomaten abgeklappert. Es muss dabei sein. Ja, es ist dabei, geil. Es musste auch sein. Hallo? Mad Bull will sie. Gut, Mad Bull. Klar wollen wir Freunde sein. Definitiv. Wenn mir danach ist, nee. Definitiv, Bob. Ja, Moment, war es das? Ich dachte, wir machen irgendwas jetzt auch. Ich meine, was soll ich mit einem kleinen Kind eigentlich hier machen? Am Schreien, ehrlich gesagt. Ich frage mich wirklich, was für ein Social Link das überhaupt sein soll. Ich glaube, das passiert irgendwann. Gehen wir mal wieder weiter. Ist natürlich cool, jetzt könnten wir in die Bibliothek gehen. Jawohl, schlauer geworden. Aber nicht wirklich, ne? Nur ein bisschen erhöht. Okay. Wir jobben und kriegen auch ein bisschen Geld. Das ist immer gut. Das machen wir. Wunderbar. So, erstmal Kohle. Wir haben jetzt wieder 3000. Ich hatte ja fast nichts mehr. Und Charme und Mut. Geil. Aber reicht nicht für einen Aufstieg. Aber das dachte ich mir schon. Und erneut Gerüchteküche. Hä, worum geht's? Um das Arztzimmer? Und dass da irgendwie ein, das ist Krankenzimmer, eine komische Medizin geben soll? Hm, sollten wir mal vorbeischauen. Aha, das Krankenzimmer ist gegenüber der Bibliothek. Gehen wir mal hin. Ach, das ist doch dieser Lehrer, der doch von Magie und irgend so einen Schmarrn erzählt hat. Okay, er sieht, dass wir gesund sind, deswegen will er uns nicht behandeln. Aha. Okay, aber vielleicht wird er anders reagieren, wenn wir nach einem Besuch, also nach einem Besuch in Tartarus am nächsten Tag vorbeischauen. Okay, wenn das so ist, dann können wir auch was anderes machen. Moment. Ja, wir könnten hier schon mal wieder reingehen. Zu diesen alten Pärchen. Da können wir unseren Social Link wieder verbessern, denke ich. Los, gehen wir rein. Ich sehe sie nirgendwo. Suchen sie etwas? Das war wohl die richtige Antwort. Ja, ich kann natürlich Gedanken lesen. Kann ich helfen? Das war ja perfekt, die Antwort. Helfen wir mal. Er hat sowieso schon wieder vergessen, wonach wir suchen. Der Arme. Wer ist denn das? Das ist dieser Austauschschüler, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Moment, hat er es gefunden? Ja, nett von ihm, dass er sie reingebracht hat. Pardonnez-moi, was? Sagen wir einfach mal, freut mich, dich kennenzulernen. Ich meine, der war ja so nett, das Zeug reinzubringen. Ja, der Austauschschüler. André Laurent Jean Gérard. Okay, freut mich, dich kennenzulernen, sagen wir das. Konnatoko, Yoroshiku.
Er arbeitet im Hauswirtschaftsraum. Hm. Ich frage mich, was wir da für uns tun können. Also der Alte fabuliert irgendwas davon, dass er gerne in das Auto steigen will von dem Sohn und sie hat natürlich Angst davor. Wie war es vorhin fragen? Ganz allein oder was ist denn mit dem Auto? Was ist denn da los? Nee, du hast mich nicht erschreckt, aber was ist mit dem Auto los? Nein, wir wissen noch gar nicht, wie er gestorben ist. Oh, der betrunkene Fahrer eines Mülllasters rammte ihn. Sehr schrecklich. Oder tut mir leid. Ich sag das. Das ist das, was ich gedacht habe. Er ist wieder vernünftig geworden. Okay, wir kommen uns näher. Das war ja auch ein ziemlich persönliches Gespräch. Cool. Stufe 3. Geil. So. Was können wir tun? Eigentlich können wir gar nicht viel tun, sehe ich gerade. Also ich habe mich jetzt entschieden, Leute, wir machen jetzt das. Ich werde bei ihr mein Schicksal mal erfahren. Und zwar, ja, das hier. Ne? Seltene Gegner. 3000, das ist viel, aber wir gehen jetzt in den Tartarus. Wir haben jetzt gar kein Geld mehr, aber das holen wir uns jetzt wieder. Ja, Yukari ist nicht da. Wie bescheuert ist denn das? Oh, das ist richtig dumm. Ja, wenn das so ist, dann gehen wir erst... Ja, dann gehen wir die unteren Ebenen ein bisschen abklappern. So, was haben wir denn da geschaffen? Das ist ja echt ein derbes Ding. Ich bin Gurulu. Ich zerfetze deine Gegner mit Krallen und Schnabel. Mach das. Den können wir auch machen. Was zum Teufel ist das, bitte? Egal, mach ich mal. Nur Gelassenheit führt zur Ruhe. Ich folge dir auf deiner Suche nach Frieden. Oh. Boah, jetzt könnten wir den Sandmann machen. Ist das witzig, oder? Okay, das sieht schon ziemlich stark aus. Ne? Es scheint mir ein sehr starkes Heilpersona zu sein. Ja, das ist jetzt dumm. Wir sind nur zu zweit, Junpei und ich. Und damit können wir eigentlich nicht in die schweren Bereiche nach oben gehen. Deswegen werde ich jetzt von unten einfach durchrushen. Der haut hier einfach weg. Young Gun. Geld. Geld ist schon mal gut. Das will ich. Geld. Wieder Geld. Her damit. Was ist denn da drin? Heilwasser. Okay. Aha. Hier also zeigt sich schon, dass der Anhänger was bringt. Er ist nicht da. Willst du mich verarschen? Sogar die Truhe ist offen. Lächerlich. Da war gar nichts. Was für ein Schmarrn. Hey, Otsukare Santo. Otsukare Santo. Shadow da. Nick Shadow. Toter Shadow. Nur ein toter Shadow ist ein guter Shadow. Na also. Endlich. Aber das ist schon die 12. Ebene und erst jetzt kommt er. Kennt ihr Chiki-chan? Los, hauen wir ihn um. Ach komm, du rumpfliges Stück Scheiße. Nein. Dadurch kriegen wir Arcana-Schub und holen uns jetzt Geld? Ich glaube Geld. Ja, Geld. Triff doch mal bitte, ja? Na also. Und überraschen! Jawohl! Sehr schön. Glücksband, okay. Wir kriegen echt viele Sachen. Ich sammle und sammle und sammle. Und dann haben wir wieder Kohle. Das ist doch gut. Da ist diese Truhe. Aber da ist erstmal Shadow. Sollten wir eigentlich schnell erledigen. Sehr gut.
Ja, komm jetzt. Was? So, was ist denn hier drin? Heilwasser. Okay. Okay, wir haben jetzt wirklich einiges hier abgefarmt. Ich will auch nicht zu viel farmen, weil eben Yukari nicht dabei ist. Und das ist halt dumm und deswegen gehen wir jetzt zurück. Fusine noch ein bisschen. Bis 17 sind wir so gekommen, aber wir hätten noch bis 21 ohne Probleme kommen können. Okay, mal sehen, was wir so tun können. Wir könnten wieder uns einen neuen Jack Frost machen, was lustig wäre, damit wir Frost haben. Einen neuen Schleim könnten wir... Ah, Silky. Silky wollte ich eh haben. Fortuna. Wir haben Silky und Einhorn. Nur Engel fehlt, den wir locker bekommen können. Dann können wir Fortuna machen. Würde ich sehr gern machen. Hätten wir nämlich eine Spezialpersona. Ja, das wäre schon geil. Das wäre auf jeden Fall cool. Aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt reicht es erstmal mit unseren Ausflügen hier. Wir gehen jetzt. Genug gemacht. Oh, wenn wir gute Prüfungsergebnisse abliefern, hat sie eine Kleinigkeit für uns. Mal sehen, was das ist. Werden wir dann sehen. Okay, wir haben hier Englischunterricht oder was? Okay, vielleicht kriegen wir eine Frage wieder gestellt. Die Mai-Krankheit ist ein echtes Phänomen. Mai Blues habe ich schon mal irgendwo gehört. Launenhaftigkeit bestimmt nicht. Eins oder zwei. Mai Tage habe ich nicht wirklich gehört. Ich probiere das. Vielleicht ist das richtig. Okay. Yes, Leute. Ey, bis jetzt haben wir, glaube ich, jede Frage richtig beantwortet. Wie krass. Das kommt in der nächsten Prüfung dran. Aha, da bin ich mal gespannt. Glaube ich aber nicht. Also bei Persona 5 waren es soweit. Ich weiß, aber vielleicht irre ich mich auch ganz andere Fragen. Aber schauen wir mal. Und wir steigen wieder, Leute. Aber nicht wirklich. Okay, was können wir heute eigentlich machen, Leute? Wir müssen mal gucken. Was haben wir für Mails? Wir haben... Okay, wir können Ramen essen oder... Ja, Kaffee trinken. Ja, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir können mal auf den Plan gucken. Also vom Socialing können wir eigentlich nur in der Einkaufsstraße was machen. Wahrscheinlich beim alten Ehepaar. Ja, kein gutes Timing. Wieso? Oh, sie ist nicht da. Ich sollte auch gehen? Nee, ich warte hier, sage ich. Das gefällt ihm gut, hä? Ja, klar, oder? Wer kommt denn da? Ist das die Frau? Ja. Ist irgendwas passiert? Der Baum? Was ist passiert? Ist irgendwas mit dem Baum, mit dem Kaki-Baum, wisst ihr noch? Was ist denn passiert? Ihre Reaktion nach zu urteilen, stimmt das Gerücht wohl. Der Kaki-Baum, von dem wir dir erzählt haben, du weißt schon, ja, bei der Schule, ich weiß schon. Was? Er soll gefällt werden? Nein, weiß ich leider nicht. Aber es sollte nicht so sein, finde ich. Fuck, was machen wir dann? Können wir das aufhalten? Kannst du uns vielleicht sagen, wann du etwas über den Kaki-Baum hörst, Arataka-chan? Nur wenn es nicht zu viel Mühe macht. Ja, klar. Krass, Mann. Aber unser Social Link steigt. Aber wir müssen irgendwie versuchen, diesen Baum zu retten. Mein Gott. Aber Rang 4 schon, geil. Wie läuft es mit dem Lernen? Super. Sie will uns helfen. Ja, gerne. Lernen wir zusammen. Ah, da schon mal her. Das ist tatsächlich eine Option. Mit deinen Klassenkameraden zusammen lernen. Okay. Einfach hier in der Lounge kann man zusammen lernen und dadurch hört sich das Wissen. Können wir machen, wenn nichts ansteht. Ich muss mal gucken. Ah, wieder nur Spiele. Wahrscheinlich gibt's gar nichts. Ich guck mal in den Plan. Nö, also wir können das schon machen. Dann gehen wir mal hier hin und lernen mal hier. Oh, okay. Tut mir leid, Mitsuru, ich bin fast fertig, völlig fertig, der Typ. Schwitzt ja total. Der zittert richtig, was ist denn kaputt? Ja, Mann, was ist denn da los? Oh Gott, jetzt klärt sich, warum er so zittert. Er hat die ganze Zeit Squat gemacht, während er hier saß. Er saß nicht wirklich. Okay, sie ist sehr penibel, ne, diese Kirio. Die macht sich hier Stichpunkte. Unglaublich, arbeitet alles raus. Gott, sie ist einfach perfekt irgendwo, oder? Ja, da können wir uns eigentlich nur noch brav bedanken.
Durch die beiden konnte ich mich viel besser aufs Lernen konzentrieren. Aha, da hat man einen besseren Lerneffekt. Das ist gut, weil das waren zwei Pünktchen. Ah, dadurch steigen wir schneller, wenn wir hier lernen, anstatt alleine auf dem Schreibtisch. Mhm. Ja, jetzt ist er fertig, ne? Alles in Ordnung. Er ist den ganzen Weg gerannt. Was ist denn los mit ihm? Das ist echt voll der Sportfreak, oder? Gibt's eine Frage? Ach nee, das ist nur wieder, ah, sollen wir die Augen schließen, aber machen wir nicht. Und dadurch erhöht sich natürlich auch unser Wissen. Wir sind aber noch nicht gestiegen. Aber das war jetzt schon gut fürs Wissen. Wir haben gestern gelernt und jetzt heute das. Cool, cool, cool. Ein bisschen besorgt mich, dass der Schülerrat sich überhaupt nicht mehr bei uns gemeldet hat. So gar nicht. Also ich habe vom Schülerrat nichts mehr gehört. Fuck, hätten wir die eine Einladung da annehmen müssen? Kann sein, dass wir es jetzt komplett verkackt haben deswegen. Ist möglich. Ah, nervig. Oh, ich sehe am Naganaki-Schrein können wir aber jetzt das Mädel besuchen. Vielleicht endlich mal diesen Social Link in Bewegung bringen. Sollten wir mal lieber tun, ey. Okay, mal sehen. Weiß sie? Ja. Spielen wir. Ja, spielen wir, weil ich muss sie erst kennenlernen. Das ist wichtig. Alles klar, oder? Irgendwie süß, oder? Ich habe mit Maiko gespielt. Was willst du als nächstes machen? Klettergerüst. Cool. Es wird bald dunkel. Ich will nicht nach Hause gehen. Oh, irgendwas ist mit der doch. Aha. Ich mag es dort nicht. Ja, okay, wir kommen uns näher, aber sie hat irgendein Problem zu Hause. Shidomato, ne? Okay, Social Link. Der Gehängte? Sieht sah so aus. Ja, der Gehängte. Ja. Aha, also meine Mama und mein Papa, die streiten immer nur, ich dachte es mir. Und neulich? Oh, sie wollen sich scheiden lassen. Ja, das ist kacke. Die Arme. Klar, spielen wir mal wieder miteinander. Montag, Mittwoch und Samstag ist sicher. Ja, ich gucke einfach mal auf die Map. Alles gut. So, ich wollte noch mein Zeug verkaufen, ne? Das machen wir zunächst, dann lernen wir wieder, dachte ich mir heute. Der will unbedingt Hilfe, weil ihm Kiryu Angst gemacht hat, dass es Konsequenzen hat, wenn er die Prüfung nicht schafft. Nichts. Ja, erzähl mir was über Arithmetik, komm. Was kannst du mir darüber erzählen? Ja, erzähl mal. Es war einmal ein guter Samariter, der immer einen Teil von seinem Reichtum abgab. 17 mal 4, aber der Samariter wusste es nicht, er konnte nur teilen. Oh mein Gott. Ich hätte dich aus der Gleichung eliminieren sollen. Wir haben alle weiter für die Prüfung gelernt. Sehr gut. Werden wir schlauer, frage ich mich. Noch nicht. Nein, noch nicht. Okay, Leute, es ist Sonntag. Wir können jetzt wieder Online-Gaming machen. Es gibt auch Home-Shopping, soweit ich weiß. Wir haben aber auch noch Mails bekommen. Maya, okay. Und das Bookworms hat auch geöffnet. Ja, okay, wir können zu den Leuten an Bücherladen. Lass mich mal sehen. Ja, okay. Das sind die zwei Sachen, die wir machen können. Im Wohnheim, Online-Gaming sollten wir mal machen. Waren wir schon lange nicht mehr. Und da sind wir schon auf Rang 4. Das heißt, ja, ich mache jetzt Online-Gaming. Erstmal gucken, ob wir im TV was kaufen können. Da ist es wieder. Okay, sehen wir mal, was die heute anbieten. Blendendes Licht, aha. Was? Okay, vielleicht cool, vielleicht wichtig, vielleicht sollten wir das kaufen. Okay, wir haben nicht viel Geld, sehe ich gerade. Ich habe vorhin schon auch Ausrüstung gekauft. Gerade noch so, Gott sei Dank, ich kauf's. Puh, das war ja echt knapp. Ich bin im Shinagawa Dungeon, schon wieder. Da ist Maya.
Ja, sie hat auf uns gewartet. Schön. Ich bin betrunken. What? Wirklich? Aber sowas von. What? Ich frage mich wirklich, wer das ist, diese Maya. Könnte auch unsere Lehrerin sein. Sowas gab es schon mal. Ich bin mal echt gespannt. Das werden wir bestimmt irgendwann rausfinden. Ich bin gerade betrunken. Hui. Sie hat gar keine Motivation mehr, irgendwas zu machen. Vielleicht die Arbeit? Oder ist sie ausgebrannt? Das ist die Frage. Ist das eine freche Frage? Ist halt die Frage, was besser bei ihr ankommt. Ich mach's jetzt trotzdem, ist egal. Ich will es halt auch wissen, ne? Dafür ist der Bier da. Shit. Maya ist traurig. Ach Gottchen. Gott, die verschreibt sich auch ständig. Ich kann teilweise gar nicht lesen. Spürt ihr, dass wir uns näher kommen? Das ist doch schön. Ja, sie hat ein bisschen was von sich erzählt. Cool, wir sind auf Stufe 3 jetzt. Gut. So, wir kommen runter von unserem Online-Gaming. Was können wir denn jetzt überhaupt machen? Ja, morgen... Ach nee, ab morgen geht's schon los. Aha, ab Montag also. Okay. Tja, vielleicht lernen wir nochmal. Ich schau nochmal, was wir tun können. Im Startplan gibt es nichts. Ja, okay, wir lernen. Klar, komm, auf geht's. Ja. Ich lerne mit euch. Yes. Und vor allem sind jetzt alle da. Ne? Das ist ja echt witzig. Eine riesige Lerngruppe. Die richtige Antwort ist May Blues. Ne, das wissen wir schon. Alle brauchen Hilfe von Kirio. Riechst du das? Das ist der Wahnsinn. Was denn riechen? Blumenduft von Kirio. Alle stehen auf Kirio. Der Geruch der Oberschicht. Sanada meint, das Gyudon, was er sich aufgewärmt hat. Ja. Ach komm, essen wir das. Der köstliche Geruch von Gyudon hat mich gewaltig motiviert. What the shit, 3 sogar. Da steigen wir doch garantiert, oder? Nein? Krass. Okay, dauert noch. Okay, heute gehen die Prüfungen los. Ach du Scheiße. Okay, es dauert 6 Tage. Also bis Samstag geht das Ganze. Ufts. Na mal sehen. Heute ist der erste Prüfungstag. Die letzte Frage war ein bisschen schwer. Aber ich glaube, es lief trotzdem ganz okay. Was, will er keine Frage beantworten? Hä? Dachte ich schon, ne? War das nicht immer so? Zweiter Tag schon. Schaut mal, wie schnell das jetzt geht, ne? Die Frage kommt mir bekannt vor. Ha! Die Mai-Krankheit. Ja, Mai-Blues, wissen wir ja. Oh, wir haben jetzt sogar 4 Auswahlmöglichkeiten. Aber wissen wir, es ist der Mai-Blues. Ich denke, das ist die richtige Antwort. Ah ja, das Gerät. Mit dem Pendel war das doch, oder? Ja, Pendel. Hey, Leute, geil. Was wird von einem Stromabnehmer transportiert? Elektrizität. Natürlich, oder? Mödinger? Moment, welche... Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, es war Jomon. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, das ist jetzt andersrum gestellt gewesen. Mödinger war jetzt schon in der Antwort enthalten. Es war richtig geil. Ja, die Zwischenprüfung ist heute vorbei, was? Geil, Mann. Ich glaube, wir... Hab alles richtig beantwortet. Kann sein. Kann gut sein. Und das Krasse war auch, die Fragen waren doch schon dran. Das heißt, es bringt doch was aufzupassen. Der letzte Prüfungstag. Doch, es ist noch eine Frage vielleicht. Die Fragen kommen mir alle bekannt vor. Ich glaube nicht. Es kommt doch keine Frage mehr. Aha, der erste und der letzte Tag waren irgendwie automatisch. Okay. Ach du Scheiße. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Wir können uns mit Maiko treffen.
Oh, was sollen wir denn tun? Oder mit Yuko? Ich muss echt überlegen, ne? Dann sollten wir uns, glaube ich, dann mit der anderen treffen, ne? Mit der Gehängten. Ja, ich denke schon, da sind wir erst Rang 1. So, da sind wir schon wieder. Ich meine, macht am meisten Sinn. Macht am meisten Sinn. Auf geht's. Okay. Wir werden auf jeden Fall Zeit mit dir verbringen und wir werden auch dahinter kommen, was da eigentlich los ist. Und vielleicht können wir ihr auch irgendwann helfen. Das wäre cool. Ja, machen wir. Ja, freilich können wir das. Habe ich noch Geld? Ich glaube nicht. Scheiße, wenn wir da hingehen, kann ich hier nichts kaufen. Oh Gott, aber ich glaube, es geht automatisch, oder? Ja, sehr gut. Ah, okay, wenn ich mit Mama und Papa essen gehe, vertragen sie sich. Warum wollen sie sich scheiden lassen? Ist wahrscheinlich deine Schuld. Aber ich denke, es ist das. Nee. Die Arme. Ja, was sollen wir denn machen? Nein, du Doofi, die hassen dich nicht. Die Arme. Ich will sie irgendwie trösten. Was soll ich tun?